Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und ja, soweit ich weiß, auch dem zweiten Video von mir. Und zwar erzähle ich euch mal, was ich heute so vorhabe. Ja, das ist jetzt so ein kleines FMA und ich habe hier auch schon mir ein grünes Halfter geschnappt und werde heute die Suite reiten. Und ja, ich werde sie auch so ein bisschen Bodenarbeit mit ihr machen. Und longieren und also ganz, ganz viel. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, Leute, ich werde jetzt nur ganz kurz das hier jetzt so mitfilmen, wenn man das so sagen kann. Ja, mitfilmen. Und deswegen wundert euch jetzt nicht, wenn ihr nur ein paar kurze Eindrücke seht. Und ja, das habe ich euch jetzt sozusagen, ja, ich habe es euch zusammengeschnitten, weil sonst würde das ja viel zu lange dauern. Ich habe dann hier, wie ihr sehen könnt, auch erstmal so ein kleines Pad drauf gemacht. Dann habe ich ihr eben auch noch hier Bandagen drauf gemacht. Und ja. Ja, Leute, wir sind jetzt fertig. Ich zeige euch nochmal kurz, was ich jetzt alles dran habe. Also ein Halfter mit einer Longe, ein Halsring, weil ich dann später noch reiten möchte, ein Pad. Und hier noch die Gamaschen. So Leute, ich habe sie jetzt soweit im Schritt-Trab-Galopp an der Longe aufgewärmt. Habe euch wieder nur so einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Und jetzt werden wir noch in die Halle gehen und da noch ein bisschen was unternehmen. So, ich kommentiere das Ganze für euch auch noch. Wir hatten dann hier auch so ein paar Stangen und da sind wir auch drüber gelaufen. Hier dann auch so ein bisschen Barrel Racing. Das haben wir allerdings nur im Schritt, wie ihr es gerade seht, und im Trab gemacht. Also nicht wundern. Das war jetzt hier dann auch schon im Trab. Und genau, das haben wir dann auch nochmal andersrum gemacht, damit sie von beiden Seiten so ein bisschen was machen kann. Dann ist auch ein Motorrad und so vorbeigefahren. Das fand sie dann eigentlich gar nicht so schlimm, was ich sehr nett von ihr fand, sozusagen. Ja, Leute, wir haben uns jetzt auch schon trocken geritten und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!